Hallo ihr Lieben, jetzt wo ich aus England zurück bin, habe ich mal eine kleine Ankündigung zu machen und damit auch eine kleine Frage an euch. Und zwar, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, zumindest habe ich es in die Kanalinfo geschrieben, dass ich gerne ein neues zusätzliches Format zu den Let's Plays gerne auf meinem Kanal machen möchte. Und ja, Let's Plays bleiben weiterhin auf dem Kanal, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich möchte auch die Buchrezension immer mal wieder machen, wenn ich ein schönes Buch gelesen habe, wo ich mir denke, hey, das wäre was für euch. Aber jetzt habe ich mir halt, schon vor ein, zwei Monaten etwas Neues überlegt. Und zwar geht es da um so eine Art interaktives Hörbuch. Und ich möchte da tatsächlich, also man denkt jetzt erstmal, okay, Hörbuch heißt, sie liest was vor. Aber was heißt jetzt interaktiv? Das erkläre ich gleich. Zum einen, ja, mit Hörbuch meine ich tatsächlich, ich möchte euch etwas vorlesen. Aber nicht irgendwelche Geschichten, die ich irgendwo herhole, sondern selbstgeschriebene Geschichten. Und die möchte ich dann auch mit selbstgemalten Bildern unterlegen. Und zwar habe ich mir gerade erst dieses tolle, ja, Product Placement, nein. Ich habe mir jetzt gerade dieses Grafiktablett halt mal gegönnt, sozusagen als vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Ich weiß noch nicht, was es taugt, ich kann euch dazu jetzt nichts erzählen. Falls ihr dazu noch Infos haben wollt, kann ich euch das gerne mal sagen, falls euch das tatsächlich interessiert. Bisher weiß ich da auch noch nicht viel drüber. Ich hatte mal ein Grafiktablett, das ist aber schon 100 Jahre her. Und jetzt habe ich halt das. Und ja, probiere damit mal ein bisschen rum. Vielleicht blende ich euch mal ein Bild ein, wenn ich jetzt mal schnell in 5 Minuten was hingemalt kriege, bevor ich das Video hochlade. Und jedenfalls möchte ich halt die Geschichten, die ich dann halt vorlese, mit so selbstgemalten Bildern unterstreichen sozusagen, dass ihr euch was vorstellen könnt. Jetzt nicht im Sekundentakt, das wird kein Film, sondern wirklich immer so ein paar hübsche Bilder, die so den, ja, den Hauptkern der Geschichte immer mal wieder ein bisschen zeigen. Und ja, die selbstgeschriebenen Geschichten, da geht es halt darum, ich habe eine Grundidee im Kopf sozusagen, also jedes, es sollen halt mehrere werden. Jetzt fangen wir halt mal so eine Testgeschichte, so einen Teststart an so mit euch, damit ihr euch vorstellen könnt, wie das dann so aussieht, mit ich gucken kann, ob es überhaupt jemand interessiert, wie es klappt. Und jedenfalls werde ich immer so, ja ungefähr, dass ich 5 bis, sagen wir mal, höchstens 10 Minuten etwas vorzulesen habe. Also so eine Grundidee von der Geschichte, wie sie so läuft, habe ich im Kopf, so schreibe ich das auf. Aber jetzt dadurch, dass es interaktiv ist, findet am Ende halt immer etwas statt. Und zwar eine Frage an die Zuschauer. Da habe ich mir gedacht, möchte ich dann immer, dass ihr zwischen 2 Entscheidungen wählen könnt. Ich will nicht zu viele machen, weil sonst wird das, glaube ich, wieder schwierig. Ich habe ja auch noch nicht so viele Zuschauer. Ich weiß nicht, wie viele das in nächster Zeit werden. Und gerade bei dem Teststart lasse ich es dann mal bei 2 Entscheidungswegen für euch, ja, damit man das dann auch leichter auszählen kann, wenn halt wirklich, sagen wir mal, 5 Leute für die eine Sache wählen und 4 Leute für die andere, dann ist das leichter, als wenn jetzt 2 sich da verteilen, 2 da, 3 da, das macht es dann schwerer. Deswegen am Ende von den 5 bis 10 Minuten Geschichte gibt es eine Entscheidung für euch. Die wird jetzt bei der ersten Geschichte noch nicht riesig, riesige Auswirkungen haben. Sie wird Auswirkungen und Einflüsse auf die Geschichte haben, aber da es ein Testlauf ist, wollte ich nicht gleich mit Leben und Tod Fragen kommen. Deswegen wird bei der ersten Testgeschichte die Entscheidungen noch keinen Einfluss darauf haben, ob die Hauptfigur sozusagen sterben wird. Das habe ich mir vorgenommen bei dem Teststart. Es könnte bei späteren Geschichten durchaus sein, dass ich das dann auch so einbaue, dass tatsächlich die Geschichte beendet sein könnte und der Hauptprotagonist mittendrin sterben könnte durch Entscheidungen. Aber bei dem Testlauf jetzt möchte ich das nicht machen. Und das war mein Handy, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ja, jedenfalls, wir machen einfach mal einen Test davon. Dann würde ich gerne halt von euch, ja, erstmal nochmal, wie es weitergeht. Entschuldigung, jetzt wollte ich schon zum Ende kommen. Also, 5 bis 10 Minuten lese ich eine selbstgeschriebene Geschichte vor. Dann entscheidet ihr, das könnte zum Beispiel sein, ich weiß nicht, ich überlege mir gerade mal ein Beispiel. Unser Hauptprotagonist wird von einem Wesen angegriffen. Was wollt ihr tun? Dann wäre zum Beispiel die erste Entscheidung, wegrennen und verstecken. Die zweite Entscheidung, frontal angreifen. Also das wären zum Beispiel so Entscheidungsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob genau so eine Frage jetzt kommen würde mit Angriff und Verstecken. Aber ja, ich möchte darauf achten, dass es nicht nur lapidale Entscheidungen wären, wie gehen Sie nach links oder gehen Sie nach rechts. Das möchte ich nicht machen. Es sollen schon Entscheidungen sein, die durchaus einiges verändern an der Geschichte. Und ich will es mir nicht leicht machen. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wenn sie doch die ganze Geschichte schon vorgeschrieben hat, wie können wir denn noch entscheiden? Das werde ich nämlich nicht tun. Ich habe einen Grundgedanken, wie die Geschichte so abläuft.
Natürlich die erste Episode, sag ich mal, die ich euch vorlese, die ist natürlich festgeschrieben, da habt ihr ja noch nichts entschieden. Aber dann werde immer, wenn ich eine Episode veröffentlicht habe, sagen wir, ich veröffentliche sie Sonntag, habt ihr bis zum nächsten Sonntag Zeit, in einem Kommentar zu schreiben, wie ihr euch entscheidet. Also erste Entscheidung oder zweite. Und dann habe ich eine Woche Zeit wiederum, also am Sonntag werde ich dann gucken, was ist es? Erste Entscheidung, zweite. Und dann habe ich wiederum eine Woche Zeit bis zum nächsten Sonntag, um die weitere folgende Geschichte, also um es weiterzuschreiben und die Bilder zu malen. Ich hoffe, ich schaffe das. Es ist ja auch für mich ein Testlauf. Ich habe das ja auch noch nie gemacht. Ich habe das auch noch nirgendwo gesehen. Deswegen dachte ich, ist eigentlich mal eine ganz coole Idee. Natürlich sieht man Hörspiele überall bei YouTube, aber ein interaktives Hörspiel habe ich zumindest noch nicht gesehen. Falls ihr da schon was kennt, könnt ihr mir ja mal schreiben in die Kommentare, wenn ihr sowas schon kennt. Dann würde ich mir das gerne mal angucken bei anderen. Und dann muss ich halt mal sehen, ob das zeitlich wirklich klappt, ob ich mir da vielleicht zu viel zumute. Ich weiß es nicht. Aber gerade jetzt am Anfang des Semesters denke ich, dass das zeitlich ganz gut klappen sollte, da ich jetzt nicht im Prüfungsstress bin. Ja, und dann jetzt komme ich zum Ende. Ich würde von euch natürlich gerne wissen, ob euch das ob euch dieses Format des interaktiven Hörbuchs überhaupt zusagt, ob ihr Bock darauf hättet, mitzumachen. Wie gesagt, das wären immer ganz kurze Episoden von 5 bis 10 Minuten. Ihr müsst nicht lange zuhören, dann die Entscheidung zu treffen. Ich mag sowas immer auch in Videospielen, halt selber entscheiden zu können, was passiert. Ja, dann wüsste ich von euch einfach gerne mal, hättet ihr Lust dazu? Oder findet ihr das vielleicht auch total Quatsch? Also könnt ihr natürlich gerne auch Kritik nennen und sagen, naja, das ist jetzt aber nicht so unsers, weil, weiß ich nicht. Und ja, dann würde ich einfach gerne mal so ein Vorab-Feedback haben, ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Weil wenn jetzt nur Leute sagen, naja, das klingt jetzt aber ganz furchtbar, dann werde ich es wahrscheinlich trotzdem versuchen. Aber ja, dann weiß ich zumindest, dass vielleicht die aktuellen Zuschauer dann auch nicht so begeistert sind. Oder vielleicht einfach nur mal gucken, na, mal schauen, wie das so wird. Und damit habe ich euch auch eigentlich schon genug zugelabert, glaube ich. Ich denke, ich habe alles Wichtige gesagt. Falls noch irgendwas unklar ist, ich werde nochmal, glaube ich, eine Zusammenfassung, wie das Ganze funktioniert, in die Beschreibung schreiben. Dann könnt ihr es euch da nochmal durchlesen, falls ich jetzt wirklich irgendwas vergessen habe. Und ansonsten fragt natürlich einfach, schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn irgendwas nicht ganz verständlich war. Und ja, ansonsten, ich werde halt den ersten Teil schon mal vorbereiten dann mit den Zeichnungen und die erste Episode, ich nenne das jetzt mal Episoden. Und dann gucken wir mal, wer sich dafür interessiert und wie das Ganze dann so läuft. Aber schon im Vorhinein Dankeschön und danke, dass ihr das jetzt überhaupt das Ankündigungsvideo geguckt habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Let's Plays, Rezensionen und vielleicht auch bei dem interaktiven Hörspiel. Bis dann!